So, hallo zum auf meinem Kanal, zu einem Video. Heute machen wir ein Original Elsässer Flammkuchen. Warum betone ich jetzt das Original so? Ich habe da auf YouTube einen französischen Koch gefunden, der auch noch vom Elsass kommt. Und der hat das Rezept mal gezeigt. Und ich sage mir einfach, wer weiß besser, wie ein Original Elsässer Flammkuchen geht, wie ein französischer Koch, der auch noch vom Elsass kommt. Ja, wenn es einer weiß, dann ist es der. Das Rezept hat mir super gefallen, es geht ganz schnell, man braucht ganz wenig dazu und der Flammkuchen ist einfach super geworden. Ja, das Rezept will ich mal zeigen, wie gesagt, es hat mir so gefallen, deshalb denke ich, das muss ich mal nachmachen. Ich will es eigentlich nicht vorenthalten, denn er würde so super lecker aussehen, dass man den jetzt einfach mal macht. Was man dafür braucht und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt im Video mal zeigen. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, was brauchen wir jetzt für unseren Flammkuchen, für unseren hoffentlich leckeren Flammkuchen? Wir brauchen Mehl, brauchen Wasser, wir brauchen Speck, Zwiebel, ein Eigelb, ein bisschen Pflanzenöl, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Salz und dann Schmand. Ja, mehr brauchen wir gar nicht. Wie viel zu allem, gerade vom Teig, tue ich in der Videobeschreibung auflisten. Vom Speck oder Zwiebel macht ihr einfach so viel drauf, wie ihr wollt. Da wird es keine Menge Angaben geben. Aber sonst werde ich auflisten, wie viel das war. Holen wir unsere Schüssel. Teig ist ganz einfach. Das sieht jetzt alles hier ein bisschen wenig aus, aber doch jetzt in der Großschüssel sieht es mehr aus. Aber man braucht da gar nicht viel, ja. Das wird dann für zwei Flammkuchen auf jeden Fall reichen. Man hat ja vielleicht eine halbe Teelöffel Salz hier mit rein. Dann kommt das eine Eigelb mit rein. Und wie gerade erwähnt, das Wasser. Und das wird jetzt gar nicht mit der Maschine, sondern einfach mit der Hand durchknetet. Einfach von Hand durchkneten, einen schönen Teig machen. Wenn man den schön verknetet hat, dann muss der Teig noch, wenn man einpacken in Frischhaltefolie, und dann muss er noch eine halbe Stunde lassen den liegen, dass ich ein bisschen entspannen kann, denn das soll ja ganz schön ausgerollt werden. Wenn man jetzt gleich ausrollen würde, noch im Durchkneten, ist die Gefahr halt sehr groß, dass er uns reißen würde. Das passiert nicht, wenn man den zuerst eine halbe Stunde liegen lassen bei Zimmertemperatur, also nicht im Kühlschrank. Ja, würde ich sagen, ich nähe den jetzt mal durch. Da ist noch ein bisschen trockene Sache drin, aber durchs Durchnähen wird es dann. Der Teig nimmt es noch auf. Was ich dann gleich noch mache, Moment, das mache ich gleich schon, das zeige ich euch schon. Da der ja durch nur ganz kurz reinkommt in den Ofen, können wir schon mal her unsere Zwiebel. Eventuell, dass er wie ich ganz fein würde ich. Man sieht man es wirklich hauchfein, ich habe es mit dem Messer, ganz fein. Wenn ihr Reibe oder so Mandoline habt, dann das mit dem Reibe ganz fein. Nimm einfach nur mit einer Prise Salz die Zwiebel schon mal ein klein bisschen würzen. Hat den Grund, die lassen ein bisschen Wasser raus, die zieht Wasser und wird schon mal weich. Ja, ja, aber ich sage, ich mache meinen Teig fertig, nehme ordentlich durch, packe eine Frischhaltefolie, lasse eine halbe Stunde liegen und dann machen wir weiter. So, ich muss hier ganz kurz mal wieder zuholen. Ihr seht, mein Teig habe ich durchknetet. Was ich gestern gehabt habe, war 2 Esslöffel Öl. Ja, da kommen noch 2 Esslöffel Öl mit dazu. Tut ihr jetzt noch unterkneten. Ich sag mal, Dave Irving noch mit dazu machen können, aber ich sage jetzt einfach vergessen. Ja, macht nichts, es geht jetzt auch noch rein. Das tue ich jetzt noch gut unterkneten, das Öl. Und dann packe ich eine Frischhaltefolie. Dann lassen liegen eine halbe Stunde und dann machen wir wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt den Teig, ist jetzt halbe Stunde liegen lassen. Ich drehe mal kurz die Kamera an, das seht ihr, an die Tier. Wir haben nur mal die Hälfte genommen. Ja, das ist ja sehr aus 1 Seite 2. Die andere Hälfte habe ich hier noch. Der Teig ist wunderbar, lässt sich super dünn, ganz schön ausrollen. Der Backofen vorher schon vorheizen auf jeden Fall, der muss heiß sein, 250 Grad. Das Backblech habe ich auch mit drin, denn wenn er jetzt auf dem Pizzastein machen würde, dann macht er auch heiß, das Backblech auf jeden Fall auch heiß machen. Die Zwiebel, das Salz hat was braucht. Man sieht eigentlich, dass sie schon weich sind. Hinter was so, die muss noch ein bisschen auspressen, warum sie drauf machen noch. Aber so sind die genau super. Jetzt gehen wir her, unseren Schmand, den wir nur mit ein bisschen schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen. Und eine Prise Salz fertig, denn der Speck, wo noch drauf kommt, der ist ja auch noch salzig. Deswegen ruhig nur eine Prise Salz drauf. So, dann wieder schön verrühren. So, dann hole ich mal mein heißes Blech raus. Ja, das ist heiß, oben ist auch heiß.
Dann lege ich hier mal Backpapier drauf. Dann kommt der Teig. Nehmen den Teig drauf. Ich habe das richtig schön dünn ausgerollt. Ja, ist auch ein wunderschöner Flammkuchen. Ist genau richtig für zwei Portionen. Dann machen wir von dem Schmand was drauf und es riecht dann auch nur. Ja, das ist jetzt heiß natürlich. Ganz dünn drauf machen. Dann gehen wir her. Machen unsere Zwiebeln drauf. Hier eingelegt, wie gesagt, ein bisschen ausdrücken vorher. Man sieht jetzt hier vielleicht, dass das Wasser rauskocht. Machen wir den Zwiebel drauf. So, dann haben wir den Zwiebel drauf. Dann noch der Speck. Das bisschen Gänse. So, würde ich sagen, ich mache den rein. Dann kann der backen. Wenn er fertig ist, hole ich natürlich mit dazu. Dann wollen wir mal schauen, ob er schön lustig ist. Probieren, wie er schmeckt. Dann bis gleich. So, 9 Minuten sind jetzt rum. 9. Jetzt hole ich mal raus. Schauen wir uns mal an. Das sieht schon gut aus. Ja. So sieht er aus. Super lecker. Boah, der ist einwandfrei. Richtig gut. So, man muss das Ganze probieren. Ja, der ist richtig gut, trotzdem, trotz allem. So, so sieht das Ganze aus. Ganz dünn. Ja, ich muss einmal probieren jetzt. So geil. Es hat vielleicht noch ein bisschen mehr Spann drauf können, finde ich jetzt. Aber geschmacklich ist es super. Der Boden ist super. Die Zwiebeln sind weich. Durch das Einlegen auch schon mit Salz, durch das Marinieren mit Salz. Schmeckt richtig gut, ja. Richtig super Sache. Ja, da würde ich sagen, das war das schon mit dem Flammkuchen. Mach's mal noch. Ihr habt gesehen, es geht ganz schnell. Ich brauche gar nicht viel dafür. Und ist super leckere Sache, ja. Und würde ich sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, dann könnt ihr einen nach oben da lassen. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr das machen, das würde mich sehr freuen. Kommentare sind immer sehr gerne gesehen. Dann sage ich danke fürs Anschauen vom Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!